So, jetzt können wir mit der Lösung anfangen. Erstmal, Profit ist gleich Umsatz minus Ausgaben. Also ist gleich Umsatz minus Ausgaben. Und 110. Steuern sind 17% vom Umsatz. Das heißt, ich muss erstmal, wie in den vorigen Videos, muss ich erstmal eine separate Tabelle haben, wo ich dann diese 17% ablege, setze. Und da habe ich schon Steuersatz, 17% habe ich schon abgelegt. So, und dann kann ich dann hier die Steuer ausrechnen, nämlich ist gleich, es ist 17% vom Umsatz, also Umsatz mal diese 17%. Und die 17% muss ich festlegen. So, und dann runterziehen. So, und dann der Nettoprofit ist dann Profit minus Steuer. Und runterziehen. So, die Kalkulation haben wir jetzt gemacht. Alle Daten sollen zentriert. Also markiere ich alles und mache alle Daten. Überschriften sollen fett. Überschriften fett. So, und dann bei Profit Minuszahlen in Rot und Klammern Pluszahlen in Blau. Also markiere ich und gehe jetzt auf Format, Zellformatieren und Benutzer definiert. Jetzt Pluszahlen in Blau, also Klammer auf, Blau, Klammer zu. Da wir, es heißt ja auch, alle Zahlen mit 1000er Trennpunkt, keine Stellen hinter dem Komma. Das heißt 1000er Trennpunkt, dann Raute, Punkt, Raute, Raute, 0. Das sind die Pluszahlen. Die Minuszahlen sind in Rot. Rot. Dann, in Minuszahlen in Rot und Klammern. Das heißt, ich muss dann Klammer auf. Dann die Minuszahlen, Raute, Punkt, Raute, Raute, 0. Und dann wieder Klammer zu. Okay, und so haben wir das, was wir brauchen. Da sieht man hier, die einzige Minuszahl hier ist dann die 8000, die ist in Klammern und der Rest ist alles in Blau. Okay, ich kann natürlich auch die Klammern ohne Gänsefüßle schreiben. Und zwar, ich kann sie auch so. Es ist nur eine Ausnahme bei Klammern und ich glaube, Euros-Symbol kann man ohne Gänsefüßle. Ansonsten so Sachen wie Kilogramm und so muss man immer diese Gänsefüßchen reinschreiben. Okay? So, jetzt kommen wir zum nächsten. Nettoprofit. Minuszahlen ist sichtbar, Pluszahlen in grün. Okay? Auch wieder mit 1000er Trennpunkte und keine Stellen hinterm Komma. So, und da mache ich hier wieder Format, Zellen formatieren, Benutzer definiert. Grün. Klammer auf, grün, eckige Klammer zu, dann Raute, Punkt, Raute, Raute, 0, das sind die Pluszahlen, Minuszahlen sollen unsichtbar sein, mache ich so, jetzt in dem Fall ist folgendes, nach dem ersten Semikolon sind die Minuszahlen, wenn ich nichts reinschreibe, kommt auch nichts, und der zweite Semikolon ist auch bei Nullzahlen kommt auch nichts, okay, und man sieht hier, die Pluszahlen, das sind die einzigen zwei Nettoprofite, die ich habe, die positiv sind, die sieht man und beim Rest sieht man gar nichts. Okay? Und jetzt der letzte Punkt hier. Ich will diese noch mit 1000er Trennpunkte machen. Und wir können es so machen. Nehmen wir mal die Umsätze. Zellen formatieren. Einfach. Da ist ja eigentlich das, was wir wollen. Okay, und was ich jetzt machen kann, ich kann dann auf diesen Format übertragen, auf diesen Pinsel und übertrage das auf die Ausgaben, nochmal Pinsel und auf die Steuern. Und so habe ich dann das Ganze erledigt. So.